Hallo liebe Zuschauer, hier ist ein Coach für alle Fälle. Mein Name ist Erna Hülz und ich freue mich, dass Sie mich in Ihr Wohnzimmer geholt haben. Heute geht es um das Thema der Umgang mit den eigenen Schwächen. Und dazu erzähle ich Ihnen die Story Die Schule der Tiere. Die können Sie sich übrigens auch auf meiner Homepage runterladen. Eines schönen Tages kamen die Tiere des Waldes zusammen und beschlossen, etwas wirklich Bahnbrechendes zu unternehmen, um den Anforderungen der neuen Zeit gerecht zu werden. Sie beschlossen, eine Schulung zu organisieren, an deren Ende sich alle Teilnehmer einer Prüfung unterziehen mussten. Der Lehrplan bestand aus Laufen, Klettern, Schwimmen und Fliegen, und das waren auch die Prüfungsfächer für alle Teilnehmer. Und so geschah's. Die Ente war hervorragend im Schwimmen, besser sogar als ihr Lehrer. Im Fliegen war sie eher durchschnittlich und kam so gerade durch die Prüfung. Da sie nur sehr langsam lief, musste sie den Schwimmunterricht ausfallen lassen und nach der Schule dableiben, um zu üben. Das ging nur so lange gut, bis ihre zarten Füße zu sehr schmerzten und sie dadurch auch nicht besser als mittelmäßig im Schwimmen war. Außer der Ente störte das niemanden sonderlich, denn mittelmäßig war eine durchaus akzeptable Bewertung in dieser Schule. Der Hase erreichte die beste Position in seiner Klasse beim Laufen, bekam aber später einen Nervenzusammenbruch wegen der Anforderungen beim Schwimmunterricht, denen er einfach nicht gewachsen war. Das Eichhörnchen war ein ausgezeichneter Kletterer, entwickelte aber sehr schnell Frustration im Flugunterricht, weil der Lehrer darauf bestand, dass es vom Boden startete und nicht von der Spitze des Baumes, was es bevorzugt hätte. Es bekam auch bald Muskelkater durch zu viel Üben, erreichte dadurch nur einen mittelmäßigen Wert im Klettern, und war sehr schlecht im Laufen. Der Adler war der schwerste Problemfall. In der Kletterklasse zum Beispiel erreichte keiner schneller als er die Baumspitze. Er bestand jedoch stur auf seine eigenen Methode, dorthin zu kommen. Am Ende des Jahres erreichte der kleine, merkwürdige Aal den größten Durchschnittswert von allen. Er konnte ausgezeichnet schwimmen, er konnte einigermaßen laufen und klettern und durch die Luft fliegen, wenn man ihn warf. Und so wurde der schließlich Gewinner und machte anschließend eine mittelmäßige Karriere. Und diese Geschichte habe ich Ihnen erzählt, um Ihnen zu zeigen, wie man natürlich mit seinen Schwächen nicht umgeht, nämlich versucht, sie auszumerzen und sie zu trainieren. Stattdessen sollten wir uns auf unsere Stärken konzentrieren. Und das ist auch etwas, was ich mit einer Frau besprochen habe, die vor mir saß. Sie hatte zwei Ausbildungen, Betriebswirtin und Industriekauffrau. Sie sprach zwei Sprachen und war mobil war unabhängig ein sehr gutes Auftreten und saß vor mir und sagte Frau Holz ich finde einfach keinen Job und dann habe ich mir ihre Bewerbungsunterlagen zeigen lassen und der erste Satz in den Bewerbungsunterlagen äh, war ich habe noch keine Berufserfahrung aber zwei Ausbildungen und sowieso das heißt sie hat gesagt ich das war auch der erste Satz den sie sagte ja ich finde keinen Job weil ich habe keine Berufserfahrung das heißt sie hat ihren Fokus gelenkt auf das, was sie nicht hat, auf ihre Schwächen. Und ich zeige Ihnen mal am Flipchart, welche Auswirkungen das haben kann. Ich habe dieses Bild schon mehrmals benutzt, aber ich nehme es nochmal, weil es so einprägsam ist. Sie kennen diese Lämmchen in Gewächshäusern, die dazu dienen, dass etwas besonders gut wächst. Und dann schauen wir uns den Boden an und denken nochmal an die Frau, von der ich gerade gesprochen habe. Das heißt, was sie nicht hat, ist Berufserfahrung. Und wir stellen uns vor, das wäre ein Pflänzchen. Was sie aber hat, sind zwei Ausbildungen. Was sie auch hat, ist, sie kann zwei Sprachen sprechen. Und sie hat noch jede Menge anderer Pluspunkte, also gutes Auftreten und war mobil und flexibel und überhaupt ein sehr angenehmer Mensch, wie ich auch fand. Und was hat sie gemacht? Sie hat ihren Fokus gelenkt allein auf ihre Schwäche, nämlich dass sie noch keine Berufserfahrung hat. Und das hat sie in den Gesprächen und in den Bewerbungsunterlagen auch äh, nach vorne gestellt. Und Sie wissen, was passiert, wenn man etwas mit Energie beleuchtet oder mit Licht beleuchtet. Sie wissen, Konzentration schafft Verstärkung. Das wächst und wächst und wächst, wird größer. Und hier guckt keiner mehr nach und das verdorrt. Das heißt, die Botschaft ist, konzentrieren Sie sich auf Ihre Stärken und nicht auf Ihre Schwächen. Schwächen, Schwächen und Stärken, Stärken. Wissen Sie, das kommt mir vor wie ein Bauer, der natürlich ernten will, aber nur sein Unkraut pflegt. Auf die, wird kein, auf die Idee wird kein Bauer kommen. Und warum machen wir Menschen das? Warum stellen wir unsere Schwächen in den Vordergrund? Und wissen Sie, das Spannende ist, dass manche Schwächen ja gar nicht deutlich werden würden oder manche Stärken gar nicht deutlich werden würden, wenn es bestimmte Schwächen nicht gäbe. Und ich gebe Ihnen dazu mal ein Beispiel. Sie sehen diese Taschenlampe und ich mache die mal an. Können Sie das Licht sehen? Nein, Sie können den Lichtkegel nicht sehen. Warum? Weil es hier hell ist. Das heißt, um das Licht sehen zu können, müsste es hier dunkel sein. Und ähnlich ist das mit Ihren Stärken, mit Ihren Schwächen auch. Damit Großzügigkeit überhaupt sichtbar wird, muss es Geiz geben. Damit Ungeduld oder Geduld überhaupt sichtbar wird, muss es Ungeduld geben. Damit Ordnung oder ordentliche Menschen damit die überhaupt auffallen, muss es Unordentliche geben oder Chaotische. Damit motiviert überhaupt auffällt, muss es Antriebsschwache oder Unmotivierte geben. Damit friedvolle, friedvolle Menschen überhaupt auffallen, muss es Menschen geben, die streitsüchtig sind. Und äh, kluge Menschen würden ja gar nicht auffallen, wenn es keine Dummen gäbe. Oder unsere klugen Gedanken würden wir gar nicht wahrnehmen, wenn wir nicht auch dumme Gedanken hätten. Wir haben diese Polaritäten ja auch in uns. Das heißt, wo viel Licht ist, ist auch immer viel Schatten. Ich habe zum Beispiel zu Hause ein Handtuch, da steht ein Kopf von Albert Einstein drauf, da steht drauf. Geniale Menschen sind selten ordentlich und ordentliche selten genial. Und dann dachte ich, ja, das stimmt eigentlich. Sonst würde das ja nicht auffallen. Also, wo viel Licht ist, ist wie Schatten. Und schließen Sie Frieden mit Ihren Schwächen. Sagen Sie Ja dazu. Kämpfen Sie nicht dagegen an. Oder so, wie ich das in der Geschichte beschrieben habe, wenn der Hase jetzt sagen würde, also wenn der auf der Flucht ist und am besten fliehen kann, indem er Haken schlägt. Und wenn er aber sagt, na ja, mit Haken schlagen, das kann ich zwar sehr gut, aber ich würde auch gerne schwimmen können und er würde wirklich ist mal völlig blödsinnig was ich sage aber es ist nur mal dass man sich das vorstellt dass der versuchen würde schwimmen zu lernen. aber wir menschen wir tun das statt dass wir uns auf unsere stärken besinnen versuchen wir unsere schwächen auszumerzen und da ist noch niemand wirklich glücklich mitgeworden und auch sicherlich nicht erfolgreich. also machen sie ihre schwächen nicht so wichtig auch nicht die ihres partners. sie könnten ihn ja mal anschauen ihren partner oder ihre partnerin und sagen er guckt ja manchmal brummig aber er hat schöne augen. Oder sie könnten als Mann so ihre Frau anschauen und innerlich denken: Sie ist ja wirklich unordentlich, aber sie hält mir auch den Rücken frei. Und so bekommen wir Frieden mit unseren Schwächen und auch natürlich mit den Schwächen unseres Partners. Und manchmal sind es vielleicht auch gar keine Schwächen, die wir haben, sondern die können auch eine Tugend sein. Ich habe zum Beispiel jahrelang es für eine Schwäche gehalten, dass ich zu viel, äh, zu schnell redete. Und als ich meine ersten Vorträge gehalten habe, dann habe ich nachher gedacht, oh, du hast schon wieder zu schnell gesprochen. Und da war ich vor einigen Jahren bei einem, musste also einen Vortrag halten und da kam ein sehr geschätzter Kollege, der Theo Schönacker, äh, zu mir. Und ich sah ihn im Publikum und äh, habe vorher mit ihm gesprochen und der kann sehr langsam sprechen. Und dann habe ich gesagt, ach Mensch, ich leide seit so langer Zeit, ich kann gar nicht so langsam sprechen wie Sie, ich spreche immer so schnell. Und nach dem Vortrag äh, habe ich äh, ihn mit seiner Frau wieder getroffen und sagte mir seine Frau, Mensch Frau Hölz, Sie haben zu Anfang gesagt, Sie äh, würden versuchen, sich abzugewöhnen, so schnell zu sprechen. Aber ich habe den ganzen Abend bewundert, wie Sie es geschafft haben, so schnell und flott und deutlich zu sprechen. Schauen Sie, und so habe ich das noch nie gesehen, dass das auch eine Tugend sein kann. Und in dem Moment habe ich aufgehört, äh, zu versuchen, daran rumzumerzen und es einfach so hingenommen, äh, wie es ist. Manchmal spreche ich immer noch so schnell, aber die meiste Zeit ist mein Tempo dann ganz in Ordnung. Man kann mit Schwächen auch punkten. Können Sie sich das vorstellen? Cindy Crawford zum Beispiel, deren Markenzeichen ja dieser, dieser Schönheitsfleck ist, die wollte eigentlich zum Schönheitschirurgen und sich den wegmachen lassen. Dann hat der Schönheitschirurg gesagt: Sie sind so eine wunderschöne Frau, Sie müssen auf den Laufsteg und behalten Sie diesen Punkt eher als Markenzeichen. Und das hat sie dann auch gemacht. Jürgen Vogel, den Schauspieler, den kennen Sie doch auch. Der hat ja nur wirklich keine schönen Zähne, nur mal als Beispiel. Aber das ist sein Markenzeichen. Also das, das heißt nicht, dass man diese Dinge wegmachen muss. Menschen mit Zahnlücken oder mit einem kleinen Lispelfehler, das kann unglaublich sympathisch sein und das kann auch einen Wiedererkennungswert haben. Also so ähnlich ist es mir ja vor Jahren auch mit meinem Namen mal gegangen, den ich wirklich nicht besonders schön fand. Wenn ich heute daran denke, dann ist es aber ein Name, den man nicht so schnell vergisst und das kann eben auch sich zum Positiven wenden. Also eine Schwäche ist nicht zwangsläufig immer eine Schwäche. Und... Wenn das Leben Ihnen eine Zitrone gibt, können Sie ja immer noch Zitronenlimonade davon machen. Also schauen Sie, welche Stärke hinter dieser Schwäche steckt. Denn das ist sehr oft so. Wenn Sie etwas für eine Schwäche halten, dann schauen Sie mal auf die Stärke dahinter. Eine Frau saß vor mir und sagte: Frau Holz, ich habe einen fürchterlichen Fimmel. Ich stelle alle vier Wochen meine Möbel um und streich meine Wände und beziehe Kissen neu. Und sie hatte einen Job als Einzelhandelskauffrau. Und ich habe gesagt: Wieso werden Sie nicht Inneneinrichterin? Manchmal ist es so einfach. Und sie hat tatsächlich eine Umschulung gemacht. Sie hat es für eine Schwäche gehalten. Ihre ganze Familie hat geschimpft. Und eigentlich ist es doch eine Tugend. Sehr oft sind Schwächen übertriebene Stärken. Sitzt ein Mensch vor mir und sagt, Frau Hüls, ich bin perfektionistisch. Welche Stärke steckt hinter perfektionistisch? Die Stärke dahinter ist, solche Menschen wollen besonders gut sein. Verschwenderisch ist oft eine übertriebene Großzügigkeit. Eine Frau saß vor mir und sagte, ich habe eine schreckliche Schwäche. Ich kaufe mir immer zu teure Klamotten. Was ist die Stärke dahinter? Sie sagte, na ja, ich bin es mir wert. Also ein Selbstwertgefühl, natürlich nur, wenn man sich das auch leisten kann. Aber das ist nicht zwangsläufig eine, eine Schwäche. Nur wenn man es übertreibt und denkt, ich darf es mir eigentlich nicht gönnen oder ich kann mir eigentlich nichts gönnen. Zu schnell nachgeben. Welche Stärke steckt dahinter? Das sind ganz oft Menschen, die sehr rücksichtsvoll sind. Ich lasse alles mit mir machen, ist auch eine Schwäche, die mir oft begegnet. Was ist die Stärke dahinter? Das sind ganz oft Menschen, die niemanden verletzen wollen oder die sehr geduldig sind. Wenn man es aber übertreibt, dann wird es zu einer Schwäche. Ungeduldige Menschen, die sind sehr oft zielstrebig. Was täten wir auch ohne ungeduldige Menschen? Wäre Edison ungeduldig gewesen, säßen wir immer noch im Dunkeln. Oder wäre er geduldig gewesen, das meine ich damit. Also, wenn er gesagt hätte, ach ja, ich lasse mir Zeit. Aber ungeduldige Menschen bringen oft die Welt voran, bringen die Wirtschaft voran, bringen die Technik voran. Also, Ungeduld ist nicht unbedingt eine Schwäche. Ich mische mich überall ein, sagte mir jemand. Ich kann mich gar nicht raushalten. Ich mische mich überall ein. Wenn jemand ein Problem hat, bin ich sofort da. Die Stärke dahinter ist hilfsbereit. Ich bin ein Gefühlsdussel, sitzt eine Frau vor mir. Die Stärke dahinter einfühlsam. Und ich lese Ihnen jetzt mal die Schwächen vor. Perfektionistisch, verschwenderisch, zu teure Klamotten einkaufen, zu schnell nachgeben, lass alles mit mir machen, ungeduldig, misch mich überall ein und bin ein Gefühlsdussel. Und das sind alles übertriebene Stärken. Die Stärken dahinter sind, ich will besonders gut sein, bin großzügig, ich bin es mir wert, rücksichtsvoll, geduldig, zielstrebig, hilfsbereit, einfühlsam. Hört sich doch viel besser an, finden Sie nicht auch? Und es ist genauso wahr. Und mit diesen Stärken, wenn wir uns das bewusst machen, das heißt, dann sind wir auch in unserer Mitte, dann sind wir auch mehr bei uns. Dann hadern wir auch nicht so sehr mit unseren Schwächen. Und es gibt viele Menschen, die haben sich, obwohl sie Schwächen hatten, nicht davon aufhalten lassen. Zum Beispiel habe ich über Albert Einstein in der Biografie gelesen, der wurde von der Schule geschmissen. Die Begründung war, er sei geistig langsam, ungesellig und würde immer in seine törichten Träume abschweifen. Na gut, dass er das gemacht hat. Aus diesen törichten Träumen, da ist ja eine ganze Menge. Geworden. Winston Churchill zum Beispiel war ein armer Student mit einem Sprachfehler. Bestimmt kennen sie auch Menschen, oder vielleicht kennen Sie das aus ihrem eigenen Leben, die ein, mit einem Handicap oder obwohl sie eine Schwäche hatten oder eine Behinderung oder irgendeine Form von Einschränkung doch noch etwas Gutes aus ihrem Leben gemacht haben. Oder dass ein, ein gutes Projekt daraus geworden ist. Das muss ich nicht widersprechen. Ich habe zu diesem Thema keinen Buchtipp, was schon geschrieben wurde, also kein Buch, was schon geschrieben wurde, sondern möchte Sie einladen, dass Sie sich ein leeres Buch kaufen und da jeden Abend drei Dinge eintragen, die Ihnen gut gelungen sind. Das hilft, den Fokus von den Schwächen auf die Stärken zu richten. Sonst neigen Menschen eher dazu, auf ihre Schwächen zu schauen. Und machen Sie das mindestens vier Wochen lang, also schreiben Sie jeden Abend drei Erfolge ein, die Ihnen gut gelungen sind. Auf meiner Homepage ernahülls.de können Sie sich, wie gesagt, diese Geschichte von der Schule der Tiere runterladen oder ich habe auch eine Hörcd rausgebracht, die Ihnen bestimmt gefallen wird oder auch andere Fachartikel geschrieben. Unter info.ernahülls.de können Sie mir gerne auch Ihre Kommentare ähm, schicken, auch zu dieser Sendung, zu diesem Thema. Vielleicht haben Sie ja sogar ein Thema, wo Sie sagen, das möchte ich gerne mal, dass Sie darüber sprechen und ich schaue mir das gerne an und vielleicht gibt es diese Möglichkeit, ja. Also richten Sie Ihren Fokus auf Ihre Stärken und nicht auf Ihre äh, Schwächen. Und fragen Sie sich auch, aus welchen Schwächen können Sie eine Tugend machen? Und denken Sie daran, dass hinter jeder Schwäche eine Stärke steht. Und ich bin immer der Meinung, lieber unvollkommen anfangen als perfekt zögern. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei, freue mich, dass Sie dabei waren und freue mich auch aufs nächste Mal. Machen Sie es gut.